Willkommen zu Save Jesus. Play. Eins, spielen. Oder wo muss ich drauf drücken? Ah, click to destroy sandblocks. Warum? Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Okay. Das ist ja lieb. Ich kann aber auch nur Sandblöcke zerstören. Kann ich hier die Sterne einsammeln? Nee. Aber hier würde ich mich doch selber mit weghauen, oder? Ach so! Ah, man ist ja Gottes Sohn. Das ist ja egal, wenn man stirbt. Oder, nee, doch nicht. Failed. Verstehe ich nicht. Aha. Na, ist doch ganz einfach. Acid Blocks will destroy weapons. Ich den zerstöre. Oh. Nochmal neu. Ha, alle bekommen. Das ist ja ein geckiges Spiel. Rote Kisten sind explosiv. Was ist das, eine Kuh? Ja, ist klar. Ist klar. Wer denkt sich so weit aus? Okay. Es war ein bisschen zu spät, ne? Mal neu. Ja, das Spiel ist sehr interessant. Use space to retry level. Okay. Also eine Abkürzung quasi. Na dann. Muss ich alle Sterne einsammeln? Nee. Ah, okay. Okay. Oh, ein Knochenball. Oh, das ist auf mich draufgefallen. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Hui. Aber da oben drauf landen kann man schon? Oder so gar nicht? Weil sonst wäre es ja echt, Mist. Was ist das eigentlich für eine Lichtkugel? Irgendwas Brennendes, ne? Character Scan. Why has to be moved? Jetzt. Das verstehe ich nicht. Ach so. Wahrscheinlich hier. Bumm. Ja, aber da haue ich mich halt wieder selber mit weg, oder nicht? Ich da so mache. Ah, ich ahne Dinge. Lava-Brocken. Sehr schön. Warum schwingt das hier unten? Na toll, scheiß Dreckskiste. So, kommen wir den denn noch so mit?
Mist, den einen nicht mehr. Aber okay, wir haben ein Level geschafft. Das ist mir immer das Wichtigste. Collect 25 Stars. Stargazer. Das ist so ein... Oh. Das ist so ein typisches Gelegenheitsspiel, sag ich mal. Da muss ich schon mal gar nicht überlegen, was Kill Jesus sagt Caesar. Ich würde sagen, das reicht. Nein. Dann halt... Da löst er sich auf. Mit seinem Raumschiff haut er dann ab. Was zum Teufel? Was soll das Raumschiff? Unglaublich. Und wo sind wir hier? Ist klar. Girders can be deadly ramps. Aha. Oh. Menno. Ich muss mich ja noch ein bisschen ausprobieren. Das da oben ist nur Deko. Okay, auch das ist Aua. Mhm. Oh. Weaponless. Five deaths without a weapon. Wie machen wir das denn? Himmel, Arsch und Zwirn. Da, man ist ja immer im Weg. Verstehe ich nicht. Nur weil hier hauen wir uns tot. Andersrum hauen wir uns tot. Gar nicht rum hauen wir uns tot. Und wenn wir beide, dann hauen wir uns tot. Wenn wir andersrum, dann hauen wir uns tot. Sag mal, aber wie willst du das schaffen? Das geht gar nicht. Ich verstehe es nicht. Nee, ich kann auch nicht so schnell reagieren. Also das Level ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Ich habe alles ausprobiert, was geht. Das ist ja beschissen. Verstehe ich nicht. Tolle Rampe. Nö, das geht halt nicht. Weißt du, anstatt dass Jesus auch mal aus dem Weg geht oder so. Ja, dann ist das an dieser Stelle unmöglich. Dann sei es so. Das Spiel ist ja lustig gedacht, aber weiß ich nicht. Wenn es unmöglich ist, dann tschüss. Dann schaue ich mal nach etwas anderem. Hatte ich nicht mal so was Ähnliches mit einem Elefanten? Oder zumindest hatte ich ein Elefantenspiel vor einem Jahr hinzugefügt. Elephant, 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 Elephant. Wo ist er denn? Oh, ich hasse das. Dass man immer hier nicht durchsteigt, weil da so viele Spiele sind. Deswegen sortiere ich nämlich. Mount Your Friends. Wupp, wir sind drin. Basic Mounting. Basic Climb. Oh Mann, ich ahne schon Dinge. So, warte mal, das war eben Save Jesus. Mount Your Friend. Kann man halt auch mit Freunden spielen. So man denn welche verfügbar hat, die das Spiel haben. Ja, man bewegt sich hier halt ähnlich scheiße wie im Butterbrot-Simulator, sag ich mal. Ja, das ist natürlich ein... Was muss man mit dieser Ziege machen? Ja, also die Lenkung ist natürlich große Kacke, aber das ist genau wieder ein Spiel, das nur funktioniert tatsächlich, weil die Lenkung große Kacke ist. Ja, also die Animation vom Dödel ist natürlich auch sehr, ja.
Climb the Goat. Ein nackter Mann, der eine Ziege besteigt. Ich will nichts sagen, aber sind wir in der Eifel? So. Aber wir müssen komplett drüber. Klack, so. B und A fehlen. Ich finde, das stimmt so. To end turn. Reach the top. Ja, also man muss einfach nur mit dieser total bescheuerten Steuerung immer schaffen, nach oben zu kommen. Und, ja, mehr Sinn gibt's da auch gar nicht. Das war's schon. Diese Geräusche. Und dann dazu noch so eine bedeutungsschwangere Musik. Himmel! Hopp! Ja, diese Geräusche sind herzallerliebst. Okay, da kommt automatisch der nächste. Aber wir haben auch immer nur so eine Minute Zeit, okay. Ja, wie gesagt, und wenn man das mit Freunden macht, dann kann man sich entweder rundenweise gegenseitig überlappen und schaut, wer es halt schafft und verloren hat, derjenige, der nicht über diese Linie kommt innerhalb einer Minute als erstes. Oder man macht es gleichzeitig. Jo, hab's geschafft. Ne, man darf den Turn immer nur enden, wenn man drüber ist. Höher ist als der andere. Naja, deswegen kann ich jetzt enden und kann wieder anfangen. Das ist das ganze Spiel. Das gibt natürlich verschiedene Spielmodi und man kann da Dinge tun. Teilweise ist das natürlich auch wieder sehr sexuell angespielt. Anspielend. Aber, ja, einen tieferen Sinn muss niemand in diesem Spiel suchen. Das wollte ich damit nur sagen. Wie man vielleicht auch erkennen kann, irgendwie. Ja. Mal abgesehen von der absolut merkwürdigen Physik, die hier so ist, ne? So. Ja, also meine Lieben, das Spiel kostet, glaube ich, fast nichts. Es war sicher mal in irgendeinem Humble Bundle mit drin, denn ich würde mir auf niemals würde ich mir so ein Spiel kaufen. Würdest du denn auch mal deine Beinchen da hochbekommen. So. Es wird halt, wie man sieht, immer schwerer. Nicht nur, weil die Lenkung an sich schon schwer genug ist, sondern eben auch, weil weil man halt kaum in der Zeit so hoch kommt mit dieser verkarkten Lenkung. Mist. Reached 23 Fuß. Ja, da wäre schon der nächste gekommen, aber nein. Das ist das Spiel. Ich wollte es euch nochmal zeigen und damit ihr seht, was es für Spiele gibt. Grausig, ne? So, wupp, sind wir wieder draußen. Das ist aber, Mount Your Friend ist ein sehr, sehr bekanntes Spiel tatsächlich, ne? Lustig, dass diese kleinen Mini-Gag-Games, die eigentlich total bekloppt sind, immer so zu den bekanntesten gehören. Äh,
In welche Kategorie packe ich das mal? Ich würde mal ganz klar sagen, Kategorien bearbeiten, das ist Gelegenheitsspiele. Das ist, hoffen wir, dass die Gelegenheit nicht kommt, aber okay. Save Jesus ist ein sehr lustiges Spiel, aber es ist mir nicht möglich gewesen ab diesem besagten Level. Wir haben 2 von 17 Erfolgen freigeschaltet. Kategorie bearbeiten, Gelegenheitsspiel. Es gehört zwar eigentlich auch so zu Geschicklichkeit, aber ich sage ja Geschicklichkeit, Denk und Knobel, das ist für mich alles Gelegenheitsspiele. Wenn ich gerade mal sage, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde nichts zu tun, will mich unbedingt am Rechner dann, irgendwie beschäftigen, dann spiele ich Gelegenheitsspiele. Ne? So, einmal eben kurz. So, das mit dem Elephant, ich schau mal, nicht Elio, sondern Elephant. Tembo heißt der, okay. Da haben wir ihn dann. Tembo the Baddest Elephant. Und spielen wir das mal. Das war auch so ein Minigame, was ich da noch rumliegen hatte. So, Sega. Drin sind wir. Dieses Symbol bedeutet, dass ein Fortschritt gespeichert wird. Beende das Spiel nicht und schalte das Gerät nicht aus. Tembo the Baddest Elephant. Spieldaten werden gespeichert. Ja, wenn es da sogar steht. Wurden. Jetzt sind sie wurden. Wenn es da sogar steht, dann weiß ich doch, was es ist. So, Spiel. Neues Spiel. Aber nochmal gucken. Oh, mit Geschichte. Ich glaub's ja gar nicht. Eine Stadt. Menschen in einer Stadt. Der Bildschirm wackelt. Roboter. Ein böser Mensch. Oder Dämon. Erster Gedanke war, die Russen kommen. Nee, das ist die Erdnussarmee. Kämpft nun gegen die Roboter. Und der Erdnussarmee-General erinnert sich an Tembos Macht, dem er... Gott, oh Gott. Ja, das ist... Ach, Tembo hat einen... Natürlich. Ist klar. So immer dieses Klischee, dass Elefanten Erdnüsse so lieben, ne? Heißt das jetzt, wir lenken den Elefanten? Oh, ich muss aber sagen, die Grafik des Dschungels gefällt mir. Oh, und das ist ein Jump'n'Run, das sehe ich. Oh, wir hatten so... Oh, das gefällt mir besonders. Diesen Flatterflug, den gab es in Super Mario World 2 Yoshi's Island, gab es halt diesen Flatterflug auch. Und nur deswegen bin ich da richtig gut drin geworden. Und auch diese Stampfattacke gab es in Yoshi's Island. Deswegen werde ich mich in diesem Spiel sehr wohl fühlen. Kinnhaken. Genau, wir sind hier der Rambo-Elefant einfach mal. Hab ich doch schon ausprobiert, die Bombe. Nannte sich Stampfattacke in Super Mario World. So. Ist schon lustig gemacht. So, Mittelziel. Natürlich. Okay. Sprint, Sprung, Angriff. Ist klar. Was ist das da für ein Ding? Müssen wir hier erstmal was aufsammeln? Ne, wir haben ja Vollwasser. Ah ja.
Gut gemacht, Soldat. Ausbildung fertig. Gefreiter. Aha. Oh Mann. Genau, da müssen wir in den Krieg ziehen. Mit Vögeln. Ist ja schon irgendwo putzig gemacht, ne? Ah ja, und statt Helikopterlandeplatz haben wir den Elefantenlandeplatz. Ist klar. Ins Erdnusshauptquartier. Willkommen im Hauptquartier der Shell City Army, unserer Operationsbasis. Also gut, Einsatzbesprechung. Diese einfallende Armee heißt Phantom. Deine Hauptmission: zerstöre die drei Phantombosse. Also die drei großen Fahrzeuge, die in unserer Stadt eingefallen sind. Sekundärmission: vernichte alle Phantomfeinde. Also die Deppen mit den Schädelmasken. Und alles, was irgendwie mit Phantom zu tun hat. Drittrangige Mission: rette alle Zivilisten, die du finden kannst. Ja, Menschen sind ja nicht so wichtig, dass Scheiß drauf kommen. Du kannst hier über die Schlachtfeldkarte einen Abschnitt zugreifen. Alles wird Sinn machen, wenn du erstmal anfängst. Viel Glück. Die Schlacht von Shell City. Im Urwald gefiel's mir denn noch besser. Auch diese Comic-Grafik quasi. Und wir sammeln Erdnüsse ein. Ja, genau. Ist richtig. Übertreibt mal schön. So. Wollen wir doch mal sehen hier. Ist ja eigentlich relativ einfach, ne? Aha, wir haben einen Zivilistlein gerettet. Es geht hier also darum, möglichst viel kaputt zu machen. Ja, ist richtig. Huiuiui. Und aufpassen. Oh, da war eine Kanonenkugel. Ich wollte doch nur hier alles einsammeln. Lass mich doch erstmal. Na komm. So, haben wir das. Wollen wir mal weg da. Und jump. Ah, warte mal. So, was haben wir hier? Wumm. Ach ja, das ist schon ein lustiges Spiel. Da haben wir noch einen Zivilisten. Das ist so schön übertrieben. Also schwer ist das ja so gesehen nicht wirklich. Ne? Das ist relativ... relativ einfach. Da kommen wir so noch nicht durch. Nee, also wie gesagt, das ist relativ einfach. Man muss halt nur lenken. La la la. Eventuell bin ich dabei auch ein bisschen still, weil da immer so viel passiert. Das muss ich erst noch lernen. Dass ich... So.
wollen wir doch mal hier sehen, dass wir alle drei Missionen erfüllen. Leute retten und dabei noch alle Leute besiegen und die Fahrzeuge zerstören. Haben wir's? Da geht's weiter. Oh, 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 oh. Was zum Teufel? Das Spiel ist so übertrieben. Ey, ich will da oben noch hoch. Wollte gucken, ob da was ist. Oh ja. Das Spiel ist schon lustig. Ganz übersehen. Was ist das da oben? Ist das gut? Nee, das ist auch doof. Okay. Oh, ich ahne, die werden sich wieder entzünden, genau. Das hatte ich mir schon gedacht. Ich wollte eigentlich abdrücken. Elefant gefallen. Hui, das war zum Schluss dann wohl doch etwas zu viel. Aha. Einfach ein paar Erdnüsse nehmen und gut ist. Dumm, 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 dumm. So, da waren wir ja eben. Strike. So, diesmal übersehe ich es nicht. Ich meine nicht zweimal die gleichen Fehler. Zumindest hoffe ich das. Wie auch alle auf dem Rücken dann immer so. Ui. Das war jetzt das zweite von drei Fahrzeugen, ne? Na, Mensch, Mensch, Mensch. Mission erfüllt. So, wir haben fast alle Leute. Und auch die meisten der Bösis. Schlacht um Charleset, hey. Was ist das jetzt? Phantom Express. Eigentlich wahrscheinlich dasselbe. Rase durchs Level und mach alles platt. Ah. Ich musste mich erstmal umsetzen hier. Ah. So, wollen wir doch mal hier den. Oh. Oh. Da darf ich gar nicht hin, auf die Schienen. Okay. 5-mal darf ich hier noch sterben, okay. Ich will doch da runter. So, und hier habe ich nicht gesehen, da gibt es doch einen. Yay! Auch diese Physik, ne? Also ich meine mit der Physik, dass man hier in der Luft und so und dass das alles immer so funktioniert. Okay, dann war das ja gut auszuweichen. Die sind aber ein bisschen doofer, nehme ich an, yo. Na dann.
Oh, das war doof. Das sind ja wieder diese ollen Kisten. So, wie gesagt, ich hoffe, ich bin euch nicht zu still während dieses Spiels, aber es ist wirklich, es ist so kribbelig. Das Spiel, das ist so... Wie denn der Rüssel hier so ein Hammer wird, wenn man nach oben wuselt. So. Nee, also wie gesagt, ich bin während dieses Spiels garantiert relativ leise. Das ist nur dem geschuldet, dass das so actionreich ist. Und ich glaube, ich würde noch viel öfter sterben, wenn ich dauernd nur abgelenkt wäre. Die meisten Spiele, die ich spiele, sind ja sonst eher so ein bisschen repetitiver, ne? Also sowas wie, was weiß ich, Rollenspiele oder so. Also repetitiv, nicht langweilig repetitiv, sondern man gewöhnt sich schnell an den Ablauf und dann macht man immer dasselbe weiter, so in die Richtung. Aber hier ist ja, man muss ja alle Sekunde reagieren und schauen, was hier los ist. So, kommen wir denn nach da hinten? Auf die nächste Ebene? Tatsächlich. War ja. Oh. Bumm, haben wir dich. Immer diese komischen Panzer. So. Zack, da war noch jemand. Wie sieht's mit... Da oben kommen wir nicht mehr hoch. Ne, da ist nämlich noch irgendwie was mit dazwischen. Ich weiß nur nicht, wo das da ist. Uiuiuiuiuiui. Das ist nicht so gut. Ah. Oh, das ist ja auch lieb. So, jetzt sind wir aber wieder relativ schwer getroffen. Wo kriegt man denn hier Lebenspunkte her? Die Erdnüsse etwa? Nee, die bringen keine Lebenspunkte. Wollen wir doch mal schauen. Nee, erstmal hier da den Zivilisten. Was ist das denn? Wir haben da eine Ecke übersehen, ne? Da ging es, glaube ich, noch lang. Immer diese Bösis. Oh, da hat er mir den Speer in den Arsch geschoben. Und wir dürfen wieder 6-mal sterben. Wie kommt das? Das war immer selbst... Oh, Peanut Butter. Das Zeug ist so lecker, auch wenn es einen komplett verklebt gefühlt. Jetzt müssen wir ganz hier wieder anfangen. Nee, aber wie gesagt, Peanut Butter ist... Das ist da oben, können wir noch hoch. Warum macht er das denn nicht? Ich habe doch gedrückt, also ich mache jetzt Sprint. Nee, da kommen wir irgendwie nicht hoch. Also ich komme da nicht hoch. Andere mögen das schaffen, ich nicht. So. So, leck mich am Arsch, du Sack, du. Hui. Frickelkram ist das, ne? Ah, ich verstehe. Diese Peanut Butter, damit füllen wir unser Leben auf. Also wenn wir eine große Menge an Peanut Butter eingesammelt haben, bekommen wir dann ein extra Leben dafür. Das heißt, je mehr wir hier sammeln... Kamikaze-Leute hier. Je mehr wir sammeln an Peanuts, desto öfter dürfen wir sterben. Das ist ja auch mal ein nettes Konzept. So, damit kommen wir dann wahrscheinlich da hoch, ne? Müssen wir wahrscheinlich nicht, um das Level zu beenden. Ist aber sinnvoll, um zum Beispiel hier noch die Leute zu retten. Wie die Leute da immer so drauf wuseln dann.
So. Und wo geht's da hin? Upsala. Kommen wir auch mal sowas wie einen herausfordernden Endgegner? Oder weiterhin nur sowas? Low. Boom. Drum. Drum. Ah, ich verstehe. Nee, ja, ich sollte mich nicht treffen lassen, auch wenn ich verstanden habe. Und zack, hinten rein. Ich glaube nämlich, diese Kugel, so wie die da leuchtet, bedeutet die Kugel, wir müssen ihn da treffen. So, jetzt hätte ich ausweichen können, also hinter ihn kommen können. Tschum. Jetzt bekommen wir endlich mal... Ich muss das auch nutzen. So, jetzt Konzentration. Zack. Mensch, jetzt hat er nur einmal und dann leckt mich doch fett. Wupp. So einfach geht das. So einfach geht das. Hahaha. Ja. Solche Dinge weiß man, wenn man als Kind viel Jump'n'Run und so gespielt hat. Da haben die Bosse nämlich immer eine Schwachstelle, die man rausfinden muss. Und die meisten Bosse wiederholen ihre Angriffe ja einfach stumpf. Die haben ja so ein paar Angriffe, die sie wiederholen, und die muss man nutzen, um diese Schwachstelle herauszubekommen. Aber ich glaube, die Folge sollte ich erstmal langsam beenden. Auf ins Inferno! Und da wir sehen, dass das erst der Anfangsknupsel von dieser Erdnuss ist, wird das Spiel an sich auch noch größer sein als nur jetzt diese 4 Level hier. Ich würde sagen, eine Folge nehme ich noch auf. Ich sage erstmal vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, gerne morgen wieder. Dann würde ich noch eine Folge mit dem Elefanten hier spielen. Und dann schaue ich erstmal Gronkh, weil heute ist Sonntag und heute holt er seinen Stream von Freitag nach, weil er da eben mit Smoogu essen war, ne? Wir sind übrigens, wenn ich hier aufnehme, sind wir immer noch im Januar, auch wenn ihr bald schon Ende Februar habt, weil ich so fleißig im Aufnehmen bin. Unglaublichst. Ich glaube... 23. müsstet ihr heute haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wow. Wow. Wenn man das so bedenkt, dass wir noch 2 Tage im Monat übrig haben. Boah. So fleißig war ich noch nie mit Let's Plays. Aber es macht mir im Moment unheimlichen Spaß, diese Mini-Let's Plays zu machen. Weiß ich nicht. Das ist halt endlich mal so ein bisschen durchgucken, was habe ich überhaupt alles da, was will ich überhaupt noch daddeln, was nicht und so. Und mal so ein bisschen Ordnung machen da. Das motiviert mich sehr. Also, wenn ich Also, ich mache Mini-LP einfach immer so weiter. Wenn ich irgendwann Bock habe, nebenbei noch ein anderes Let's Play zu machen, dann werde ich das schon einschieben. Aber Mini-LP ist euch erstmal sicher. Ja, so viel pausenlos Let's Plays machen, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile schon seit 2 Monaten am Stück pausenlos und quasi jetzt gesichert fast noch einen dritten, habe ich noch nie, seitdem ich Let's Playe. Im Sommer sind das, müsst ihr euch mal merken. Ich habe ja angefangen zu Let's Playen, als ich in Wunsdorf, Kohlenfeld ausgezogen bin. Da habe ich angefangen, die ersten Let's Plays zu machen. Wollte damals noch immer alles mit Webcam machen, bis ich gemerkt habe, das ist aber eigentlich gar nicht nötig und noch nicht mal unbedingt immer erwünscht. Das lohnt sich eher bei Horror-Let's Play. Und bin jetzt, seitdem ich... Boah, ja, wie gesagt, ich bin jetzt 3 Jahre im Pott hier im Sommer. Meine Fresse, 3 Jahre, in denen so viel passiert ist und... Boah, ist unglaublich. Das ist echt... 3 Jahre. Wo sind 3 Jahre? Ne? Vor allem, wie gesagt, wenn jemand sagt 3 Jahre, das klingt so wie so eine lange Zeit, aber was sind 3 Jahre? Ist unglaublich. Gut, meine Lieben, ich werde mir jetzt erstmal was zu naschen holen. Ich werde jetzt nochmal zu naschen einkippen. Bisschen Zottmonte, ich finde die Dinger so lecker. Naja, ich will jetzt keine Werbung machen. Bis morgen. Tüdelö.